herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf Toafeas Welt. Und heute habe ich die Ehre, euch ein ganz besonderes Bild mal wieder vorzustellen von Karat Art im Rahmen einer Künstlerkollektion. Wobei Kollektion ist diesmal ein bisschen das falsche Wort dafür, denn das ist ein einzelnes Bild, was heute rauskommt, aber es ist ein Special Fairy Dust Bild. Ein komplettes Fairy Dust Bild, ähnlich wie das Unicorn, was wir schon mal gepaintet haben. Und da freue ich mich jetzt drauf. Als ich gehört habe, komplett Fairy Dust, fand ich das cool. Und ja, es ist ein kleineres Bild. Finde ich sehr, sehr toll. Mal ein bisschen was Kleines für zwischendurch. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal direkt rein. Und ich kann euch sagen, es ist ein Traumfänger. Und zwar haben wir den hier. Da, das ist Dreamcatcher. Artist ist Karat Art Design. Also dieses Design kommt auch direkt von Karat Art und hat eine schöne, gemütliche Größe von 29 x 45 cm. Ja, hat eine spezielle Größe, ne? Also 29 x 45. Wenn man da was rahmen möchte, sollte man am besten, wie soll ich sagen, mit einem Passepartout arbeiten, oder man bestellt sich zum Beispiel einen Rahmen bei Wunschrahmen. Da kann man halt auch solche verrückten Größen angeben, ne? Ist aber alles machbar, und ein Passepartout ist auch was Schönes, ne? Ja. Und falls euch das Bild gefällt, ihr Lieben, dann habe ich für euch auch einen Code, einen Rabattcode von 10% mit dem Codewort Toafea. Ich blende das jetzt hier nochmal kurz mit ein. Und ja, damit könnt ihr 10% sparen und unterstützt mich auch noch ein bisschen, denn das ist ein Affiliate-Code. Ja. Und hier haben wir unser wunderschönes Bildchen. Ich finde es genial. Wo machen wir hier auf? Da machen wir auf. Und da hat sich gerade ein Timmy zu mir gesellt. Bist du auch neugierig? Kleine Samtpfote. Das ist jetzt aber nicht gut. Nee, nee, Timmy. Kleines Flauschemonster. Komm, hoppala. Ganz sanft runtersetzen. Hopsala. Ja, gucken wir uns das Bild an. Und boah, na, also man sieht hier schon, ne? Überall ND, ND, ND. Bei allen Farben, wo ND dahinter steht, bei Karat Art, sind es Fairy Dust Farben. Die sind so gekennzeichnet. Und das hier ist unser Dreamcatcher. Richtig schön mit dem Lila, das gefällt mir richtig gut. Und schaut mal, das sind halt auch so richtig Julefarben mit dabei. Wir gucken uns alles in Ruhe an. So. Verpackung kommt mal runter, dass wir hier einfach ein bisschen Platz haben. Bild legen wir erstmal so hin, dass ich das noch ein bisschen glatt legen kann. Und wir tun erstmal alles inspizieren. Wir haben 18 Farben. Wir haben natürlich unsere Steinchen in eckig. Ja, da, schaut euch die Farben an. Also das sieht wirklich richtig cool aus. Ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Wir haben auch wieder ein Washi-Tape dabei. In so einem schönen dunklen Bäre-Bordeaux-Ton mit Herzchen und dem Karat-Art-Logo, was auch gleichzeitig die Shop-Seite mit ist, unter karat.art. Kommt ihr zum Shop. Und wir haben natürlich auch wieder das Döschen mit den drei Wachsblättchen mit dabei. Lieb ich, wisst ihr. Na, ihr seht, mein Timmy, der kommt gerne mal hier mit auf den Tisch. Und so Wachsblättchen, wenn die hier irgendwo rumliegen, findet er immer ganz, ganz, ganz interessant. Nicht wahr, Timmy? Ja, und wem schon mal ein Wachsblättchen runter auf dem Fußboden gefallen ist, wenn man Tiere hat, dann wisst ihr, die Dinger ziehen Katzenfell und jegliche Krümel sofort an. Okay, und natürlich haben wir eine Sticker-Legende mit dabei. Und diese schaut so aus. Da haben wir nochmal unseren Dreamcatcher.
Und hier ist unsere Sticker-Legende. Wir haben eine Farbe, die 939, die anscheinend kein Fairy Dust ist. Da steht nämlich kein ND dahinter. Gucken uns auf jeden Fall an, was da dran ist. Und dann haben wir hier ganz viel Fairy Dust Farben. Ja, und die 939, das ist hier die 1. Das ist alles hier sozusagen die Umrandung. Aber ich glaube, das war bei dem Einhorn genauso, dass wir, glaube ich, schwarz hatten oder auch dunkelblau. Ich weiß es nicht mehr genau, als Umrandung. Und das war auch nicht Fairy Dust. Finde ich aber nicht schlimm. Na? Aber alles, was farbig ist, ist in Fairy Dust. Wir haben natürlich hier, wie gesagt, eine Sticker-Legende, die ist auch schon vorgestanzt, sodass man wunderschön seine Döschen oder seine Zipptütchen damit bekleben kann. Ne? Wenn ihr sagt, hey, mir reicht es, ich painte direkt aus den Zipptütchen, die wir hier haben, dann macht ihr einfach euch die Sticker auf die Zipptütchen mit drauf oder halt auf eure Döschen oder je nachdem, was ihr für ein Sortiersystem habt. Ne? Finde ich gut. Die Seite ist auch wieder komplett Sticker, kann man sich dann so ausschneiden und direkt so in sein Logbuch kleben oder ihr schneidet euch bloß das Bildchen aus, das ist jedem selber überlassen. Und wir haben ja auch nochmal die wichtigsten Angaben mit drauf, wir haben das Logo vom Shop mit dabei, den Namen des Bildes Dreamcatcher, den Künstler, in dem Fall Karat Art Design, unsere Größe 29 x 45 cm, dass wir eckige Steinchen haben. Wir haben die Bild-ID, die wir sowohl auf der Leinwand als auch auf unseren Steinchen mit haben, mit drauf. Und nochmal den Slogan Let's Pleasure Begin und die Homepage, also die Shop-Seite. Ganz hier an der Seite haben wir nochmal 3 QR-Codes von Instagram, Facebook und dem Discord-Server. Social Media-Auftritte finde ich auch ganz gut. Ja, und unsere 18 Farben, über die wir uns jetzt mal hermachen. Ich bin gespannt. Ja, die 939 ist in der Tat kein Fairy Dust. Ich werde mir jetzt mal ein Schiffchen suchen und dann gucken wir uns die Steinchen mal auch im Schiffchen natürlich an. Auf zu den Steinchen. Ich habe mal hier noch ein bisschen mehr Licht gemacht. Wir haben gerade ein richtig schönes Licht. Bis vor kurzem nämlich noch die Sonne geschienen. Da hätte es ein bisschen, deswegen ja, hatte ich es ein bisschen gedunkelt. Jetzt haben wir aber wieder normales Licht und oh Gott, ich sehe hier schon. Ach, Fairy Dust ist einfach was Wunderschönes. Ich liebe Fairy Dust Steinchen, meine absolut liebsten Sondersteinchen, die es zurzeit gibt. Natürlich erstmal ein kleines bisschen Lärm machen. Wir haben 2 Tütchen von der 139 mit dabei. Ganze 29 Gramm aufgerundet. Und die gucken wir uns auch mal an. Wir haben eckige Harzsteinchen. Ihr wisst, ich liebe Harzsteinchen. 139 ist wie die 310 immer so ein bisschen so eine Farbe, die ein bisschen Probleme machen kann. Aber schaut euch mal an. Die sehen wirklich gut aus. Ich sehe hier einen, der hat eine kleine Nase. Das kann man notfalls sogar noch beheben. Und sie glitzern und glänzen alle wunderbar. Schön. Sehr cool. Also, ich bin mal gespannt. Das wird, denke ich mal, eine ganz coole Sache, das Bild. Ist mal ein bisschen was anderes. Und oh mein Gott. Leute. Ich bin im Himmel. Ich bin im Himmel. Wir hätten hier zum Beispiel die 964 in Fairy Dust. Und diese schöne, zarte Schimmer. Oh, das schaut euch hier. Das ist ein richtiges, schönes Petrol. Boah. Die 3810. Dann die 3766. Das ist so ein Hellblau, was schon einen leichten, gräulichen Einschlag hat. Und hier haben wir so ein richtig tolles Hellblau. Die 996. Mega. Mega schön. Dann haben wir hier
die ganze Batterie an Lila. Das sind Hintergrundfarben. Da haben wir hier die 209. Da haben wir 36,7 Gramm. Eine ganze, ganze Menge. Das ist die Hintergrundfarbe in der unteren Hälfte. Und weiter oben haben wir dann die 208 als Hintergrundfarbe. Auch toll. Oh, schaut mal. Hier dieses schöne Braun mit diesem leichten goldenen Glitzer mit drin. Auch sehr schön. Aber auch zum Beispiel hellere Farben, wie hier so ein ganz zartes Babyrosa. Und die 3865. Das Weiß. Sehr schön. Passend dazu haben wir auch Rosatöne mit ganz zarten Flieder-Lila-Tönen mit. Tja. Blautöne, wie gesagt, die hat man schon. Dann haben wir hier noch diese beiden Blautöne und ein richtig schönes Rot und ein Grau, was so leichten Blauschimmer mit drin hat. Cool. Also das Grau, das gucken wir uns mal an. Finde ich den Schimmereffekt richtig, richtig toll. Ich habe mal irgendwie Lust wieder auf graue Fingernägel. Fragt mich nicht warum. Boah. Leute, schaut euch mal an, wie diese Steinchen hier im Schiffchen liegen. Na, also da seht ihr 1A Top-Qualität. Richtig gut. Sehr schön. Na? Und wie gesagt, der Schimmer. Der Schimmer von diesen Steinchen. Ich lieb's total. Also Fairy Dust Steinchen sind für mich immer so ein ziemliches Highlight. Dann haben wir hier dieses schöne Petrol. Das würde ich mir auch auf jeden Fall angucken. Oh Gott. Ihr merkt, ich schwärme gerade richtig, ne? Aber oh Gott, die Farbe. Da kann ich nur schwärmen. Es geht nicht anders. Da. Schaut es euch an. Ich lieb's. Ich lieb's total. Also ich bin gerade hin und weg. Ich glaube, eine kleine Ecke anpinden, das machen wir heute. Da habe ich Lust dazu. Da habe ich heute richtig, richtig Lust dazu. Eine kleine Ecke anpinden. Das kriegen wir hin. Ja, nehmen wir nochmal eine ganz andere Farbe. Hier dieses schöne Rosa. Das Braun will ich mir auch unbedingt angucken. Mit diesem goldenen Schimmer. Das Lila gucken wir uns dann an. Dann das Painten. Aber ich fange im Hintergrund an. Ich mache eine Stelle, wo wir nur eine Farbe haben. Und da haben wir dieses wunderschöne Pink. Na, also, richtig, richtig gut. Ihr habt gesehen, Toolkit ist auch wieder keins mit dabei. Ist bei den Künstlerkollektionen von Karat Art nicht mehr. Einfach, weil Karat Art da ressourcenschonend denkt. Viele von uns haben schon etliche Bilder zu Hause, etliche Toolkits. Viele von uns haben auch selber gekaufte Schiffchen oder Stifte, je nachdem, was einen am liebsten beliebt. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass die Toolkits nicht mit dabei sind. Man hat aber die Möglichkeit, die Toolkits, glaube ich, für 2,99 € dazu zu kaufen. Und das sind auch hochwertige Toolkits. Man hat so ein schönes Mosfa-Schiffchen dabei. Man hat einen Stift mit Squishy und zwei Mehrfachaufsätzen mit dabei. Man hat eine schöne hochwertige Pinzette mit dabei. Ja, also finde ich sehr, sehr gut. Na, die meisten brauchen halt kein Toolkit mehr. Und jetzt haben wir hier das Braun. Okay, die Steinchen, die springen ein bisschen. Bin jetzt mal gespannt, wie die sich hier im Schiffchen legen lassen. Okay, doch gar nicht so extrem statisch. So, und jetzt schaut euch dieses Braun an mit dem Goldglitzer. Träumchen.
ein richtiges Träumchen. Ich bin nicht, eigentlich gar nicht so der Braun-Fan, aber Braun mit Goldglitzer oder Goldschimmer ist, das ist schon nice, ne? Also das gefällt selbst mir. Auch wenn es nicht so meine Lieblingsfarbe ist. Okay, und ich glaube, dann gucken wir uns nochmal hier dieses richtig, richtig bombastische, schöne helle Blau an. Geht nicht anders. Das muss jetzt auch noch. Einfach noch so, dass ihr ein bisschen mal seht. Weil der Glitzer ist auch von Steinchen zu Steinchen immer anders. So, dass es halt perfekt zur Farbe passt. Hier haben wir zum Beispiel eher so einen blauen Glitzer mit dabei. Silber, blau, grünlich glitzernd. Richtig schön. Ja. Ich glaube, das wird was richtig, richtig Gutes. Das ist ein schönes Bild. Und ich denke mal, das lasse ich, das ist nicht so groß. Das kann ich in den Karton zurücktun. Und das lasse ich dann auch hier bei mir im Wohnzimmer mit. Weil wenn ich mal Lust habe, ist das so ein Bild, was dann bestimmt auch mal ja, in einer Woche, ein, zwei Wochen ganz locker zu painten ist. So, halt. Bevor wir jetzt hier irgendein Probepainting machen. Leute, was machen wir? Wir gucken uns natürlich auch noch das Bild an. Das kann ich doch euch nicht vorenthalten, ne? Dass wir uns die Leinwand noch mal komplett angucken. Also unsere Leinwand, wir haben eine Flauschleinwand. Das seht ihr hier. Richtig schön flauschig, schön abgesteppter Rand. Sehr, sehr hochwertig. So eine schöne, starke Leinwand, die sich aber trotzdem selbst glättend ist. Ne? Also das heißt, ihr rollt die aus und die legt sich relativ schnell glatt. Einfach liegen lassen. Selbstglättende Leinwände. Ich liebe es. Wir haben einen super Druck. Da seht ihr es. Mit einem ganz, ganz zarten Raster. Und selbst bei hellen Stellen guckt da kein Raster irgendwo durch. Ne? Wir haben eh schon kaum Lücken. Und das werden wir dann auch sehen, wenn wir das Probepainting machen. Ich zeige dann euch nochmal, wie das dann gelegt aussieht. Ein paar Steinchen, die liegen wie eine 1 bei Karatart. So, also ich nehme euch jetzt mal kurz runter. Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank. Und das ist das wunderschöne Bild. Oben steht nochmal das Logo. Let's Pleasure Begin mit dem Logo von Karatart. Auf der rechten Seite haben wir nochmal ein kleines schematisches Bild und eine Farbliste, eine Legende mit Nummerierung unserer 18 Farben, mit den Symbolen, die richtig schön super gedruckt sind, und unseren DMC kurz dahinter und dem ND, das ist für Fairy Dust Steinchen steht. Dasselbe haben wir nochmal links unten. Finde ich immer gut, wenn man zwei Legenden hat. Und auch da haben wir nochmal ein Bild und eine ganz wichtige Ecke. Da steht nochmal der Name des Bildes, der Artist. Und wenn ein Artist immer genannt ist, dann wisst ihr, das ist ein lizenziertes Bild. Und natürlich auch die Bild-ID und nochmal die Nummer. Unten haben wir nochmal den Shop-Namen. Ja, also richtig, richtig toll. Und die Größe, die 29 x 45 cm, das ist auch die Größe hier von unserer Paintfläche und nicht von der Leinwand. Ne? Also das ist die Originalgröße, so wie man das ja eigentlich sich auch erhofft, wenn man sich ein Bild bestellt. Ja. So. Aber das haben wir bei Karatart immer. So, ihr seid wieder auf dem Stativ drauf und ich setze mich mal hin. So, wir machen noch mal einen Klebecheck. Top. Ja, also wir haben Flüssigklebe, Port, Glue. Wir haben hier eine dünne Folie, so wie wir das bei vielen kennen. Kann man auch super ersetzen mit Release-Papier zum Beispiel. Und ja, dann würde ich sagen, ich beginne mal hier am Eck. Oder ihr seht gar nichts hier am Eck zu painten. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil eine kleine junge schwarze Miez wieder bei mir im Garten rumturnt. Bereiten wir mal unsere Paintprobe vor.
Deutsch, schweres Sprach. Und ich werde heute, nee, ich nehme nicht den E-Painter. Braucht man nicht. E-Painter nehme ich nicht für Fairy Dust, aber für AB-Steinchen zum Beispiel. Wir brauchen ein Schiffchen und wir brauchen noch einen Stift. Und wir brauchen die drei. Das heißt, hier dieses wunderschöne Lila nehmen wir jetzt. Da geht es ab bei mir im Garten. Timmy guckt, der sitzt bei mir mit auf dem Stuhl, macht aber einen ganz langen Hals Richtung Terrassentür und guckt raus. Ja, aber Timmy, du kommst nicht mit raus. Er würde wahrscheinlich hinterherjagen, so nach dem Motto, was traust du dich in meinen Garten rein? Da haben wir das schöne Lila und diese schönen Steinchen, die setzen wir jetzt mal. Dazu hole ich euch kurz noch ein Stückchen runter. Und wir machen den Autofokus nochmal mit aus, weil sonst gibt es immer so ein bisschen Fokusprobleme. Das ist nicht so schön. Und wir legen jetzt mal hier. Ja, ich lege jetzt einfach nur ein paar Steinchen, um euch mal zu zeigen. Ja, jetzt wurde ich kurz unterbrochen. Es hat an der Tür geklingelt. Ich habe ein Päckchen bekommen, auf was ich schon sehnsüchtig gewartet habe. ja, Hermes. Hermes ist bei uns ein ganz, ganz schlimmer Lieferdienst, muss ich sagen. Leider sehr, sehr unzuverlässig. Und dauert immer. Eigentlich hätte das Paket schon letzten Donnerstag da sein müssen. Und jetzt kam es am Montag. Aber gut, ne? War jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe es nicht unbedingt gebraucht. Aber ich bin halt sehr neugierig auf das, was drin ist. Und deswegen, ja, habe ich doch schon ein bisschen auf glühenden Kohlen gesessen. Ich lasse mich überraschen. Aber kommen wir jetzt zurück hier zu diesen wunderschönen Steinchen. Ich setze das jetzt mal im Schachbrettmuster. Ich habe gerade kein Lightpad an. Mehrfachsetzer setze ich zum Beispiel immer nur mit Lightpad. So, aber guckt mal, ne? Also, das ist amazing. Das geht so schön. Ich oute mich auch, ne? Also solche großen Flächen mit Color Blocking. Klar, mit Mehrfachsätze ist man da mega schnell. Aber ich liebe es, solche großen Flächen im Schachbrettmuster zu setzen. Das hat für mich sowas Entspannendes, sowas Beruhigendes, Meditatives. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Die erste Lage dauert immer, finde ich, ein kleines bisschen länger als dann das pure Auffüllen. Wenn man die erste Lage setzt, dann tut man sich natürlich ein bisschen mehr anstrengen. So. Und so sieht das dann aus. Ja, und jetzt würde ich sagen, fülle ich mal die Lücken auf. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Steinchen liegen. Man hört es schon ein bisschen ploppen. Das liebe ich an Harzsteinchen, ne, wenn die so richtig schön aneinander sitzen. Oh. Das ist ein Traum. Könnte ich jetzt direkt weiter painten? Hätte ich nicht gerade schon ein Hauptprojekt, an dem ich gerade aktuell sitze? Aber ich glaube, wenn ich das Bild hier mache, das möchte ich dann mal ganz in Ruhe machen und nicht so zwischendrin. Deswegen mache ich hier jetzt erstmal nur ein kleines bisschen eine Paintprobe. Aber ich glaube, das Bild, das werden wir auf jeden Fall mal mitmachen. Das hat eine sehr, sehr schöne Größe für so zwischendrin mal. Absolut. So. Ja. Autofokus aus. Oder Autofokus wieder rein und schaut mal, wie die Steinchen sitzen.
Und da seht ihr auch den leichten ABI-Schimmereffekt. Ihr seht auch, dass die Leinwand ein bisschen glitzert. Das liebe ich ja auch total. Na, und guckt mal, mit ein bisschen einer ruhigen Hand und wenn man sich Zeit lässt, kann man die Steinchen echt so perfekt setzen. Und dadurch, dass wir hier auch gar nicht so viel Lücken haben, tun sich die Steinchen, wenn ihr es zum Beispiel im Schachbrettmuster setzt, automatisch auch gleich rücken. Das geht halt bei Poured Glue, bei Flüssigkleber, echt perfekt. Also, ne, ihr seht, ich könnte mir das jetzt noch stundenlang so angucken, wie die Facetten schönes Licht reflektieren in verschiedenen Winkeln. Das ist toll. Das ist echt, ich liebe es. Also, ich bin begeistert. Ja, Karatart, da habt ihr wieder was Tolles gemacht. Macht gerne mehr von solchen Bildern. Bitte, bitte. Fairy Dust. Vor allen Dingen voll Fairy Dust. Ist einfach. Boah. Eine richtig, richtig gute Sache. Ja, wie findet ihr denn voll Fairy Dust? Habt ihr schon mal ein voll Fairy Dust Bild geklebt? Wenn ja, wäre das was für euch? Ich werde euch das Bild auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung verlinken. Ich werde euch auch das andere voll Fairy Dust Bild, wenn ich es noch finde, mit unten verlinken. Das war dieses schöne Regenbogen-Einhorn. Und ja, also wie gesagt, ich liebe die Fairy Dust Steinchen. Sind alles Harzsteinchen und alleine vom Effekt her richtig, richtig, richtig toll. Ja. Und wieder ein schönes Karatartbild in meiner Sammlung. Aber eins, was wir hoffentlich dann auch bald mal machen. Ja, das kommt nicht so lange in die Warteschleife. Weil ich mag es irgendwie. Ne? Es ist ein recht einfaches Design, aber es hat was. Dreamcatcher, Traumfänger. Hat mir schon immer sehr gut gefallen. Wir haben auch hier im Hintergrund noch so kleine Sternchen mit eingearbeitet. Das gefällt mir einfach toll. Ne? Hier hängen dann die drei Federn mit runter. Wir haben hier kleine Perlen noch mit eingearbeitet. Ja, Traumfänger. Ne? Ist halt so ein bisschen ein schönes träumerisches Motiv. Und also, ne, wie es halt auch heißt, ne? Traumfänger. Und ja, okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, habe ich euch eigentlich alles gezeigt, was ich euch zeigen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke Karatart für die Kooperation. Ich danke euch, dass ihr bis jetzt mit dabei geblieben seid. Und ich hoffe, ihr seid auch bald wieder mit dabei. Denkt daran, mit TOAFEHA 10. Nee, bloß mit TOAFEHA, nicht TOAFEHA 10, sondern mit TOAFEHA könnt ihr 10% sparen. der Code, den verlinke ich euch noch, oder den setze ich unten in die Videobeschreibung nochmal mit rein. Und ja, ne, 10% sind 10%. Und das gilt auch nicht bloß auf das Bild, sondern auf alles, was ihr im Shop bei von Karatart bestellt. Okay, also ihr Lieben, danke, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und sage ciao, ciao, bis bald.